Eine Überraschung gab es heute Morgen hier im Bundesrat gleich zu Beginn der Sitzung. Denn da war eigentlich aufgesetzt der Tagesordnungspunkt Doppelpass, doppelte Staatsbürgerschaft, der hier debattiert werden sollte, hatte im Vorfeld für große Aufmerksamkeit gesorgt. Und dem zugrunde liegt eine Länderinitiative von drei Bundesländern, drei Rot-Grün bzw. Grün-Rot regierten Bundesländern, nämlich Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz. Die drei Länder wollen, dass alle in Deutschland geborenen Kinder mit ausländischen Eltern zwei Pässe besitzen dürfen. Die Optionspflicht im Staatsangehörigkeitsrecht, die sogenannte, die wollen die Länder mit dieser Initiative abschaffen. Das heißt, dass man sich nicht mehr bis zum 23. Geburtstag entscheiden muss für den deutschen Pass oder für den Pass der Eltern. Das ist nun keine neue Position, weder bei den Grünen noch bei der SPD. Allerdings, die SPD sitzt im Bund in einer großen Koalition. Und genau dieser Punkt, Doppelpass, war in den Koalitionsverhandlungen ein großer Knackpunkt. Da wurde dann ein Kompromiss mit der Union gefunden. Und dieser Kompromiss sieht strengere Regeln vor als das, was die Länder jetzt vorgeschlagen haben. Deswegen kam diese Länderinitiative gar nicht gut an im Vorfeld dieser Sitzung. Aus der Union beispielsweise war zu hören, dass man das sogar als Vertragsbruch der SPD werten würde, weil die SPD-Länder etwas anderes vorschlagen, als die SPD im Bund im Koalitionsvertrag ausgehandelt hatten. Auch die SPD-Spitze im Bund hat gesagt, dieser Vorschlag der Länder ist zu diesem Zeitpunkt nicht gerade hilfreich. Heute Morgen dann wurde der Antrag zwar eingebracht, aber die Reden wurden zurückgezogen und zu Protokoll gegeben. Das heißt, dieser Tagesordnungspunkt wurde hier überhaupt nicht debattiert. Der Antrag wurde in die Ausschüsse überwiesen. Ich konnte mit einem der Antragsteller hier am Rande der Sitzung sprechen, mit Andreas Breitner, dem Innenminister von Schleswig-Holstein. Die Länderinitiative zum Doppelpass hat im Vorfeld dieser Sitzung für viel Aufregung und Aufmerksamkeit gesorgt. Jetzt ist die Initiative heute zwar eingebracht worden, aber alle reden zu Protokollen. Das ist hier gar nicht debattiert worden. Warum? Also das passiert öfter. Das ist nichts Ungewöhnliches, dass Reden zu Protokoll gegeben werden. Sie gelten aber als gehalten. Das ist eine Besonderheit dieses lebhaften Plenums des Bundesrates. Und das bedeutet, dass diese Rede in der Argumentation, also ihr Niederschlag findet. An unserer Haltung ändert sich nichts. Nur wir haben heute nicht darüber gesprochen. Sind Sie zurückgerudert? Weil gestern waren die Reden noch angekündigt und auch die Debatte dazu war noch angekündigt. Die Union hatte ja gefordert, dass die Länder diesen Antrag sogar zurückziehen sollen. Ist deswegen darüber heute nicht gesprochen worden? Nein, das hat damit nichts zu tun. Unser Antrag, den erhalten wir ja aufrecht. Unsere Argumentation bleibt. Wir halten den Koalitionsvertrag Bund an dieser Stelle für schlecht. Wir wollen ihn verändern. Wir werden an der Meinungsbildung des Bundes weiter mitwirken als Land. Das ist auch unsere Aufgabe. Nur heute, hier, an dieser Stelle, da hat die Debatte nicht stattgefunden, auch weil zwei Ministerpräsidenten gesagt haben, sie würden sich an der Debatte heute nicht beteiligen wollen. Und dann, glaube ich, ist es auch richtig, die Debatte hier gar nicht weiter zu führen. Das machen wir jetzt im Ausschuss. Da werden wir weiter für unsere Haltung für eine doppelte Staatsbürgerschaft werben. Waren Sie eigentlich mehr überrascht aufgrund der Kritik, die aus der Union kam an Ihrer Initiative oder über die Kritik, die aus der SPD-Bundesspitze beispielsweise kam? Ich glaube, es ist eine künstliche Aufregung, die hier in Berlin herrscht, rund um unsere Initiative. Kann die nicht nachvollziehen. Wahrscheinlich ein halbes Jahr später hätte sie auch so gar nicht stattgefunden. Aber das ändert ja nichts an unserer Haltung in dieser Frage. Der Optionszwang ist leider nicht weg und er gehört weg. Er wird ersetzt durch weitere Hürden. Und insofern bin ich nicht besonders überrascht davon, aber wir werden weiter an dem Thema arbeiten. Trotzdem gab es ja Kritik, dass die Initiative jetzt genau zu diesem Zeitpunkt kommt, wo in der Bundesregierung ja der Gesetzentwurf, den Bundesinnenminister de Maizière dazu vorlegt, gerade erst in der Ressortabstimmung ist. Warum die Initiative zu diesem Zeitpunkt? Weil der Gesetzentwurf schlecht ist, weil er den Optionszwang nicht abschafft. Das ist unsere Erwartung an den Bund, unabhängig von einem Koalitionsvertrag. Wir haben einen eigenen Koalitionsvertrag, der ganz klar uns auch auffordert, so eine Bundesratsinitiative zu starten. Und das macht ja keinen Sinn, die Bundesratsinitiative zu starten, wenn der Deutsche Bundestag den Optionszwang quasi durch den Gesetzentwurf von Bundesinnenminister de Maizière neu geregelt hat. Das, was er neu regeln will, ist nicht die Aufhebung des Optionszwangs, sondern er ergänzt ihn durch zusätzliche Hürden. Ein Fremdling im Staatsbürgerschaftsrecht, das aufgewachsen wird, plötzlich definiert. Weitere Hürden. Und wir wollen das nicht. Wir wollen den Optionszwang abschaffen. Deshalb, finde ich, ist es der richtige Zeitpunkt. Das ist ja aber Ergebnis der Koalitionsverhandlungen im Bund gewesen. Und die Ländervertreter, die SPD-Ländervertreter, saßen mit
am Tisch? Ich saß sogar selbst mit am Tisch in der Unterarbeitsgruppe Migration und Integration. Dort sind wir aber mit der Union zu einem anderen Ergebnis bezüglich des Optionszwanges gekommen. Nur weil es in einem Koalitionsvertrag des Bundes steht, heißt es doch nicht, dass alle Länder stillhalten. Wir haben Föderalismus in Deutschland. Die Länder, glaube ich, müssen den Bund an der einen oder anderen Stelle auch mal ein bisschen voranbringen, damit er zu guten Ergebnissen kommt. Wie geht es denn jetzt weiter? Die Initiative ist jetzt in die Ausschüsse überwiesen. Wie wird die weiter behandelt werden? Jetzt werden wir in den Ausschüssen natürlich an der Meinungsbildung arbeiten. Ich hoffe, dass weitere Länder unserer Initiative beispringen. Wir sind dort gut im Dialog. Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein sind jetzt schon der Auffassung, dass es richtig ist, den Optionszwang ganz abzuschaffen. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, weitere Länder im Ausschuss dann davon zu überzeugen, dass das der richtige Weg ist und dass wir darüber auch die Meinung des Bundes noch verändern können. Andreas Breitner, der Innenminister von Schleswig-Holstein. Ja, und die Initiative also in die Ausschüsse überwiesen. Das Thema wurde hier nicht debattiert. Ich würde das durchaus als Signal werten, der SPD nicht weiter auf Konfrontationskurs mit der Union zu gehen und jetzt in der Tat erst einmal abzuwarten, was der Bundesinnenminister, der derzeit einen Gesetzentwurf zum Thema doppelte Staatsbürgerschaft in der Ressortabstimmung hat, hier vorlegen wird. Bei einem anderen Thema, das heute im Bundesrat hier auf der Tagesordnung stand, da waren sich die Länder wiederum einig, nämlich man will hier Entschließungsanträge einbringen und verabschieden, die eine stärkere Bekämpfung der Kinderpornografie zum Thema haben. Das Thema Kinderpornografie durch die Affäre Edati hier in den Fokus gerückt und die Erkenntnis, es gibt Lücken im Strafrecht, die möchte man nun möglichst schnell schließen. Beispielsweise ist es so, dass es im Moment noch nicht strafbar ist, Nacktbilder von Kindern oder Jugendlichen zu besitzen oder beispielsweise auch mit ihnen zu handeln. Hessen und Thüringen haben dazu Anträge heute vorgestellt und für Thüringen den Antrag begründet die Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht. Thüringen hat einen Entschließungsantrag für die heutige Bundesratssitzung vorgelegt, der die aktuelle Debatte zur Strafbarkeit von Kinderpornografie aufgreift. Der Bundesjustizminister prüft bereits die Verschärfung der Gesetzeslage gegen Kinderpornografie und will klären, wie das gewerbsmäßige Handeln mit Nacktbildern von Kindern oder Jugendlichen unter Strafe gestellt werden kann. Unsere Bundesratsinitiative soll das flankieren und frühzeitig zeigen, dass der Bund und die Länder hier an einem Strang ziehen. Sie soll ermutigen und auch etwas aufs Tempo drücken. Dies gibt einerseits der Bundesregierung den Rückhalt von Seiten der Länder und signalisiert, dass auch das Verfassungsorgan Bundesrat nicht länger gewillt ist, die offensichtlich gewordenen Lücken im geltenden Gesetz zu dulden. Tatjana Hörnle, die an der Humboldt-Universität zu Berlin den Lehrstuhl unter anderem für Strafrecht und Strafprozessrecht innehat, brachte die Debatte vor 2 Wochen, wie ich finde, treffend auf den Punkt. Sie sagte in einem Interview in einer Wochenzeitung, bei Kinderpornografie steht im Vordergrund, dass ein sexueller Missbrauch stattfindet und der Konsument an einem Marktgeschehen beteiligt ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieses eher technokratisch klingende Wort Marktgeschehen ist letztlich Dreh- und Angelpunkt. Denn gegen diesen Markt, an dem Anbieter und Konsumenten beteiligt sind, müssen wir vorgehen. Kinderpornografie ist ein Markt, bei dem Kinder und Jugendliche zur Ware werden. Menschen unwürdig, inakzeptabel. Für mich ist das nicht zuletzt auch ein zentraler Punkt des Persönlichkeitsrechts, was hier eminent verletzt wird. Die aktuellen Ereignisse führen uns vor Augen, dass das moderne Strafrecht in diesem Bereich nicht tolerierbare Lücken aufweist. Zwar sind wir uns der moralischen Verwerflichkeit bewusst, doch es ist vielfach nicht möglich, Käufer und Verkäufer strafrechtlich zu belangen, weil die verkauften Bilder oft in einer sogenannten Grauzone anzusiedeln sind, die auch für die Staatsanwaltschaft oft schwer nur fassbar sind. Es geht um diesen Grenzbereich zwischen eindeutig strafbarem kinderpornografischem Material, die sogenannte Kategorie 1, und straffreien Bildern nackter Kinder, bei denen die Genitalien nicht explizit im Fokus stehen, die sogenannte Kategorie 2. Ich finde, dass jeder Handel mit Nacktaufnahmen von Kindern etwa beim Spielen, beim Toben oder Baden verboten gehört oder im Internet oder im Zeitschriftenhandel ebenfalls unterbunden werden muss. Es geht
um die Wahrung selbstverständlicher Persönlichkeitsrechte. Hierzu müssen Strafdrohungen sauber formuliert und manche gesetzlichen Begrifflichkeiten, zum Beispiel der kinderpornografischen Schriften oder der des Posing, klargestellt werden. Wenn für solche Bilder Geld fließt, wenn sich Kontenbewegungen nachvollziehen lassen, ich meine, dann besteht eine gute Chance, der Täter habhaft zu werden. Schwieriger wird es bei sogenannten Tauschbörsen, wo eben kein Geld fließt, und noch schwieriger bei Jugendlichen, die älter als 14 Jahre sind und in entsprechenden Aufnahmen, aber eben in Anführungsstrichen auf Kinder getrimmt sind. Andererseits müssen Eltern aber auch von ihren Kindern im Sandkasten selbstverständlich Fotos machen können, auch mit Digitalkameras, und sie den Großeltern anschließend straffrei über das Internet zusenden können. Hier die Grenzen zu ziehen, ist sicher eine schwierige Aufgabe, bei der wir Länder den Bund unterstützen sollten. Dem Bundesrat liegen zwei Entschließungsanträge zum Thema vor und mindestens eine weitere Länderinitiative ist hier angekündigt. Ich denke, wir sollten versuchen, unsere Anträge zeitnah in den Ausschüssen zusammenzuführen. Denn Kinder sind das Wertvollste unserer Gesellschaft. Wir wissen, dass es Gesellschaft ohne Kinder gar nicht geben würde. Und es ist unsere Aufgabe, sie, die Kinder, zu schützen, weil gerade sie sich nicht selber schützen können. Und in diesem Sinne hoffe ich auf eine gute, auf eine konstruktive gemeinsame Beratung in den Ausschüssen. Vielen Dank. Eine wirksame Bekämpfung von Kinderpornografie ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die eine strafschärfende und gleichzeitig eine präventive Dimension haben muss. Anliegen des hessischen Entschließungsantrages ist es, dieses ganzheitliche Verständnis in die öffentliche Debatte einzuführen und auf den Handlungsbedarf hinzuweisen. Für eine stärkere Bekämpfung von Kinderpornografie müssen nicht hinnehmbare Strafbarkeitslücken zeitnah geschlossen werden. Die aktuelle Diskussion hat uns eindrücklich vor Augen geführt, dass insbesondere bei sogenannten Posing-Bildern im Internet von Kindern und Jugendlichen und der kommerziellen Verbreitung von Kindernacktbildern Handlungsbedarf besteht. Jeder Klick auf solche Inhalte sorgt für einen wachsenden Markt, der immer mehr Kinder zu Opfern macht. Es ist nicht hinnehmbar, dass Bilder von schlafenden Kindern allein aufgrund der fehlenden Handlungsqualität des abgebildeten Geschehens nicht strafbar sein sollen, obwohl die unbedeckten Genitalien den Mittelpunkt des Bildes ausmachen. Es ist auch nicht hinzunehmen, dass Nacktbilder von Kindern straflos gehandelt und getauscht werden können und Kinder auf diesem Weg mit langfristigen Folgen für ihre körperliche und seelische Entwicklung zu Objekten sexueller Begierde degradiert werden. Daher ist es verfassungsrechtlich zwingend geboten, die Grenzen zum strafrechtlich relevanten Verhalten so klar wie möglich zu bestimmen. Auch gilt es, mögliche berechtigte Interessen von einer Strafbarkeit auszunehmen und insbesondere eine ungewollte Kriminalisierung von Eltern zu vermeiden. Die Ankündigung, den veralteten Schriftenbegriff im Strafrecht dem digitalen Zeitalter anpassen zu wollen, kann nur ein erster Schritt sein. Darüber hinaus ist eine umfassende Überprüfung des Strafgesetzbuches auf weiteren Reformbedarf im Hinblick auf die Realitäten der medialen Welt notwendig. Das Internet ist längst der größte Tatort der Welt geworden. Die internetbasierte Kriminalität hat dabei hinsichtlich ihres Organisationsgrades und der Quantität eine neue Dimension erreicht. Die konsequente Verfolgung von Kriminalität im Internet bedarf daher auch einer engen Zusammenarbeit von Polizei und Justiz. Hessen hat als erstes Bundesland mit der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, kurz ZIT genannt, eine schlagkräftige Spezialeinheit von Staatsanwälten und Internetfachleuten geschaffen, die selbst ermittelt, Täter verfolgt und Anklagen erarbeitet. Neben einer Stärkung der Strafverfolgung sind aber gleichzeitig präventive Maßnahmen in den Blick zu nehmen. Denn ohne Täter gibt es keine Opfer. Daher gilt insbesondere, gefährdete Männer zu erreichen
um ihnen therapeutische Hilfe anzubieten, bevor sie aufgrund ihrer Neigung Missbrauchstaten an Kindern begehen. So schützen wir neben den betroffenen Männern zugleich unsere Kinder. Vorbildhaft kann hier das bundesweite Forschungs- und Präventionsprojekt Kein Täter werden der Charité in Berlin mit insgesamt 8 Einrichtungen in Deutschland genannt werden. Ziel des Projektes ist es, Sexualstraftaten an Kindern sowie den Konsum von Missbrauchsabbildungen bereits im Vorfeld zu verhindern. Seit Dezember 2013 beteiligen wir uns in Hessen jetzt auch mit einem Projekt an dem bundesweiten Präventionsnetzwerk. Zur Prävention gehört aber auch, dass Kinder und Jugendliche, aber auch ihre Eltern, stärker für die Gefahren des Internets, etwa durch sogenanntes Cybergrooming oder durch sogenanntes Sexting, sensibilisiert werden und einen verantwortungsbewussten Umgang mit diesem Medium verinnerlichen. Das Anliegen des hessischen Entschließungsantrages ist es, ein ganzheitliches Verständnis des Problems in die öffentliche Debatte einzuführen. Wir sind uns in dem Ziel, dem entschlossenen Kampf gegen Kinderpornografie und dem Schutz der Kinder, alle sehr einig. Und daher darf ich Sie um Unterstützung unseres Entschließungsantrages bitten. Thüringen und Hessen haben heute jeweils Entschließungsanträge vorgestellt, die als Reaktion auf kürzlich bekannt gewordene Defizite im Bereich des strafrechtlichen Kinder- und Jugendschutzes anzusehen sind. Worum geht es? Eine Firma in Kanada hatte sich auf den Versand von Foto- und Filmmaterial unbekleideter minderjähriger Jungen, meist im Alter zwischen 8 und 12 Jahren, spezialisiert und weltweit Abnehmer beliefert. Darunter befanden sich auch mehrere hundert Abnehmer in Deutschland. Neben kinderpornografischen Darstellungen wurden vor allem eine Vielzahl von Bildaufnahmen vertrieben, die unbekleidete Jungen beim Toben, Spielen und Sport oder in Alltagssituationen zeigten. Zu welchem Zweck die Bilder dieser zumeist vorpubertären Jungen in Abnehmerkreisen dienten, dürfte wohl jedem hier klar sein. Dieser kürzlich bekannt gewordene Sachverhalt ist kein beklagenswerter Einzelfall. Aus Ermittlungen einer bayerischen Staatsanwaltschaft konnte ich beispielsweise erfahren, dass es weitere Firmen gibt, die sich auf den Handel mit FKK-Bildern von Kindern spezialisiert haben. Hier werden also bewusst Strafbarkeitslücken zum Zweck eigenen Profitstrebens und zulasten von Kindern, ob sie in Deutschland leben oder woanders, eingesetzt. Das Strafrecht bietet außerhalb des Bereichs der Pornografie keine effektive Handhabe gegen Anbieter wie Abnehmer, solcher Bildaufnahmen effektiv vorzugehen. Ich halte das für inakzeptabel. Nach meiner Überzeugung kann und darf es der Staat nicht hinnehmen, wenn sich ein Marktplatz entwickelt, auf dem Nacktbilder von Kindern gehandelt und oder getauscht werden. Auf diese Weise werden die abgebildeten Kinder zur Ware und zu Objekten sexueller Lust degradiert und kommerzialisiert. Und durch die Situation des Internets wird es auch den Betroffenen später fast unmöglich gemacht, mit diesen Dingen abzuschließen. Denn, wie wir wissen, ist es kaum möglich, diese Bilder wirklich sicher aus dem Netz zu entfernen. Das verstößt gegen die Grundwerte unserer Gesellschaft und verdient auch den sozialethischen Tadel einer harten Kriminalstrafe. Es ist daher richtig und wichtig, dass wir uns hier und heute mit diesem Thema beschäftigen. Die Entschließungsanträge sind ein Schritt in die richtige Richtung. Als Ländervertretung dürfen wir aber nicht auf halbem Weg stehen bleiben. Der Bundesrat hat durch das Grundgesetz eine eigene gesetzgeberische Verantwortung, ein eigenes Initiativrecht zugewiesen bekommen. Wir sollten auch hiervon Gebrauch machen. Es liegt an uns, die Diskussion durch eigene Vorschläge aktiv mitzugestalten und auf diesem Wege Einfluss auf den politischen Entscheidungsprozess zu nehmen. Wir sollten bei diesem wichtigen Thema des Schutzes
von Kindern und Jugendlichen nicht allein auf die Bundesregierung verweisen, deren, und das sage ich ausdrücklich, richtige Ankündigungen begrüßen oder allgemeine Forderungen aufstellen. Wir haben die Erfahrungen unserer Staatsanwaltschaften aus der praktischen Verfolgung. Deshalb wird Bayern in der nächsten Sitzung einen eigenen Gesetzesvorschlag präsentieren, mit dem der strafrechtliche Schutz verbessert werden soll. Der Vorschlag beruht auf der Überlegung, dass der Staat jedenfalls dann mit den Mitteln des Strafrechts einschreiten muss, wenn sich ein Marktplatz zum Handel und zum Austausch von Nacktaufnahmen von Kindern etabliert. Derartige Aufnahmen berühren den Kern der Persönlichkeit der schutzbedürftigen Mitglieder unserer Gesellschaft. Solche Aufnahmen sind in besonderer Weise geeignet, in pädophilen Personenkreisen als Vorlage zur sexuellen Befriedigung missbraucht zu werden. Daher soll, wer solche Bilder gegen Entgelt oder im Rahmen eines Tauschsystems anbietet oder sich verschafft, zukünftig mit Strafe zu rechnen haben. Gleiches gilt für denjenigen, der zu diesem Zweck Bildaufnahmen herstellt oder vorrätig hält. Sozial adäquaten Verbreitungsformen wird durch eine Ausnahmeregelung Rechnung getragen. Darüber hinaus ist eine Erweiterung des Begriffs der Kinder- und jugendpornografischen Schriften vorgesehen. Die derzeitige Regelung wird ihrem Ziel nicht gerecht, jede sexuell aufreizende Darstellung der entblößten Genitalien oder des entblößten Gesäßes zu erfassen. Dies hat in der Strafverfolgungspraxis bereits zu Freisprüchen und Verfahrenseinstellungen geführt, die im Interesse unserer Kinder und Jugendlichen nicht hinnehmbar sind. Zurück zu den Entschließungsanträgen. So wichtig es ist, dass wir rasch und entschlossen handeln, so bedeutsam ist es aber auch, die Diskussion zu diesem wichtigen Thema auf einer möglichst breiten Grundlage zu führen. Sinnvoll und zielführend erscheint mir hier eine gemeinsame Beratung und Beschlussfassung mit der angekündigten Bayerischen Initiative. Die Verweisung der Anträge in die Ausschüsse ist daher der richtige Weg, eröffnet er doch eine breite fachliche Diskussion, die auch die Aspekte der Prävention mit einbeziehen muss. Der hiesige Gesetzgebungsvorschlag muss im Übrigen auch kein rein bayerischer bleiben. Es wäre vielmehr ein starkes Zeichen des Bundesrates, wenn möglichst viele Länder den Entwurf unterstützen. Daher lade ich jeden von Ihnen ein, gemeinsam einen Gesetzesentwurf einzubringen und zu entwickeln. Hierzu bin ich gerne bereit, den Entwurf zur Verfügung zu stellen. Die notwendigen Verbesserungen des strafrechtlichen Kinder- und Jugendschutzes liegen in unser aller Interesse. Wenn hierzu ein breiter Konsens erzielt werden könnte, dann wären wir schon einen riesigen Schritt weiter. Ich darf Sie einladen, diesen Schritt gemeinsam mit Bayern zu gehen. Beim Thema stärkere Bekämpfung der Kinderpornografie, da ist man sich hier in der Länderkammer einig und die Vorlagen sind heute in die Ausschüsse überwiesen worden. Ein anderes Thema hat den Bundesrat heute zum ersten Mal beschäftigt, und zwar das Rentenpaket der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat ja dieses Rentenpaket zu einem der wichtigsten Projekte in dieser Legislatur erklärt. Das Paket beinhaltet Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente, die Mütterrente und die abschlagsfreie Rente für langjährig Versicherte ab 63. Na, und der Bundesrat hatte heute, bevor das Ganze ins parlamentarische Verfahren in den Bundestag geht, das Recht, dieses Gesetz ganz genau schon unter die Lupe zu nehmen, Stellungnahme dazu abzugeben und gegebenenfalls Einwände zu formulieren. Besonders bei der Mütterrente wollen einige ostdeutsche Bundesländer noch Verbesserungen erreichen und beispielsweise bei der Anrechnung der Kindererziehungszeiten eine Gleichstellung der Frauen im Osten mit denen im Westen bewirken. Sehen Sie Ausschnitte aus der Debatte. Dass wir schon heute über den Gesetzentwurf zum Rentenpaket der Bundesregierung Stellung nehmen können, ist erfreulich. Die schnelle Umsetzung der im Koalitionsvertrag getroffenen Vereinbarungen zeigt, die Koalition hält Wort.
Das Leistungsverbesserungsgesetz bringt, wie der Name bereits sagt, viele Menschen in unserem Land positive Effekte. Und mit dem Gesetz wird auf die demografischen Gegebenheiten reagiert. Ich denke dabei an die längst überfällige Einführung eines demografischen Faktors bei den Ausgaben für Rehabilitationsleistungen. Dies ermöglicht angemessen auf den steigenden Rehabilitationsbedarf der älter werdenden Arbeitnehmerschaft zu reagieren. Auch die vorgenommenen Verbesserungen bei den Erwerbsminderungsrenten sind ein wichtiger Schritt, um Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten können, besser abzusichern. Das Gesetz hat zudem die Menschen im Blick, die ein Leben lang gearbeitet und in die Rentenkasse eingezahlt haben. Deshalb soll die abschlagfreie Rente mit 63 einen früheren Übergang in den Ruhestand ermöglichen als bisher. Auf die Arbeitsbiografien der Bürgerinnen und Bürger zwischen Ostsee und Erzgebirge muss dabei geachtet werden. Ein ganz besonderes Anliegen ist mir jedoch die sogenannte Mütterrente. Mit ihr werden diejenigen rentenrechtlich besser gestellt, die vor 1992 Kinder geboren haben. Damit wird deren Erziehungsleistung bei der Rente deutlich besser honoriert als bislang. Dies kann ich sozialpolitisch nur begrüßen. Und ja, die Mütterrente ist auch unter Gerechtigkeitsaspekten wichtig. Vielen Menschen in unserem Land ist es nicht zu vermitteln, dass die Erziehung von vor 1992 geborenen Kindern rentenrechtlich schlechter bewertet wird als die Erziehung von ab 1992 geborenen Kindern. Und diese Gerechtigkeitslücke wird mit dem heute zur Abstimmung stehenden Rentenpaket kleiner. Doch wenn wir im Zusammenhang mit der Mütterrente von Gerechtigkeit sprechen, dann nicht nur auf der Leistungsseite, sondern auf der Finanzierungsseite ebenfalls. Und da, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist das vorgelegte Gesetz noch nicht gerecht, nämlich gegenüber der Generation der Beitragszahler. Durch die Mütterrente entstehen Kosten von dauerhaft jährlich mehr als 6,5 Milliarden Euro und sie sollen fast ausschließlich aus der Rentenkasse finanziert werden. Schon in den Jahren 2014 und 2015 wird die Mütterrente 10 Milliarden Euro kosten. Und der Bund will sich aber erst ab dem Jahr 2019 und dann auch nur marginal an den Kosten beteiligen. Und dies wird dazu führen, dass allein durch die Finanzierung der Mütterrente die Nachhaltigkeitsrücklage der Rentenversicherung in absehbarer Zeit aufgebraucht wird. Welche Folgen dies für die zukünftige Beitragssituation haben wird, ist heute noch nicht absehbar. Das ist nicht nur gegenüber den Beitragszahlern und den Arbeitgebern ungerecht, es ist auch nicht systemkonform. Kindererziehung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, und die rentenrechtliche Anerkennung einer solchen Leistung sollte dann aber auch von der Gesamtgesellschaft finanziert werden und nicht lediglich Teilen von ihr aufgebürdet werden. Im Übrigen werden die bisher rentenrechtlich schon anerkannten Kindererziehungszeiten ebenfalls aus Bundesmitteln finanziert. Und aus diesen Gründen hat sich Sachsen dafür eingesetzt, dass die Mütterrente gerecht und systemkonform von Anfang an aus Bundesmitteln finanziert wird. In der Gesamtschau halte ich aber fest, das vorliegende Paket insgesamt ist zu begrüßen. Es setzt die richtigen Prioritäten, es kommt schnell und es wirkt direkt bei den Bürgerinnen und Bürgern wirksam. Herzlichen Dank. Um ein hohes Maß an sozialer Sicherheit unseres Alterssicherungssystems in Deutschland auch zukünftig gerecht zu werden, sind gesetzliche Anpassungen im Rentenrecht notwendig. Diese stellen sich den Veränderungen in der Arbeitswelt und dem demografischen Wandel. Im Koalitionsvertrag wurde verabredet, dass sich die Menschen auf die sozialen Sicherungssysteme verlassen können. Dies trifft in besonderem Maße auf die staatliche Rente als wichtigste Säule der Alterssicherung zu. Sie zu stärken, wird mit dem vorliegenden Rentenversicherungs-Leistungsverbesserungsgesetz konsequent umgesetzt. Auf den in den letzten Jahren sichtbar werdenden Reformbedarf im Leistungsrecht der Rentenversicherung wird unter Beachtung der Veränderungen im Arbeitsprozess angemessen reagiert. Die in diesem Gesetzentwurf enthaltenen Verbesserungen werden von mir ausdrücklich begrüßt. Dies alles sind gesetzliche Maßnahmen, die aus gutem Grund auf breite Zustimmung in allen gesellschaftlichen Schichten stoßen. Mit den verbesserten Rentenleistungen für Zeiten der Kindererziehung bei vor 1992 geborenen Kindern handelt es sich
um eine wichtige Anerkennung der Erziehungsleistungen, vor allem von Müttern. Meine Damen und Herren, allerdings stößt die Bewertung der Kindererziehungsleistung bei den Menschen in den neuen Bundesländern auf Unverständnis. Ein Erziehungsjahr soll mit dem jeweils geltenden aktuellen Rentenwert in West mit 28,14 Euro, in Ost mit 25,74 Euro erfolgen. Warum dieser Unterschied? Der Unterschied entspricht dem Stand der aktuellen Angleichung der Einkommensverhältnisse Ost an West von 91,5%. Zwar lässt die erneute Angleichung im vergangenen Jahr hoffen, dass die Unterschiede sich weiter ausgleichen werden. Nach Einschätzung des Sachverständigenrates wird sich die Angleichung jedoch nur langsam fortsetzen. Fast 25 Jahre nach Herstellung der deutschen Einheit ist eine unterschiedliche Bewertung von Erziehungsleistungen nach geografischer Herkunft nicht mehr zu vermitteln. Die Thüringer Landesregierung ist daher der Überzeugung, dass bei der Bewertung der Kindererziehungszeiten keine Unterscheidung mehr vorgenommen werden sollte. Dies gilt sowohl für den mit dem Gesetz neu einzuführenden zusätzlichen Rentenpunktwert für die Zeiten der Erziehung für vor 1992 geborene Kinder als auch für alle sonstigen Rentenpunkte für die Erziehung von Kindern. Diese Rentenpunkte sollten nach unserer Auffassung nach schon zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes mit dem einheitlichen Rentenwert West bewertet werden. Die Gleichstellung aller Kindererziehungszeiten ist Gegenstand des Thüringer Plenarantrages. Zumal für die Anerkennung einer Erziehungsleistung keine Einkommensheranziehung erfolgt, sollte für diese Leistung die Rentenangleichung Ost-West bereits mit diesem Gesetz ermöglicht werden. Gestatten Sie mir noch eine persönliche Bemerkung. Ich habe in den Wochen viele Briefe bekommen und viele Gespräche mit Interessenvertretern und Betroffenen geführt. Diese Kontakte und Impulse haben mich bestärkt, heute diesen Antrag zu stellen. Ich bitte Sie daher um Unterstützung für den Thüringer Antrag. Meine Damen und Herren, ich möchte darauf verweisen, dass das Problem der Renten für nach DDR-Recht Geschiedene nach wie vor keiner Lösung zugeführt werden konnte. Der Bundesrat hatte hierzu bereits im Jahre 2010 einen entsprechenden Beschluss gefasst. Die Länder hatten damals angeboten, in einer Arbeitsgruppe mitzuarbeiten, um eine verfassungskonforme Lösung für dieses sensible Thema zu erarbeiten. Gerade ostdeutsche Frauen, insbesondere die, die wegen Kindererziehung Teilzeitbeschäftigung ausübten oder längere Erwerbsunterbrechungen hatten und vor allem vor der Wiedervereinigung geschieden wurden, beziehen kleine Renten. Um es konkret zu machen, jede 20. Frau in Thüringen erhält immer noch eine Rente, die Auffüllbeträge enthält. Auch hier besteht dringender Handlungsbedarf. Um endlich eine Lösung für die vor 1992 im Beitrittsgebiet Geschiedenen vorzulegen, bieten wir erneut unsere Mitarbeit in einer entsprechenden Arbeitsgruppe an. Herzlichen Dank. Das Rentenpaket der Bundesregierung heute also hier im ersten Durchgang in der Länderkammer. Und die Stellungnahme hier aus dem Bundesrat, die wird jetzt schriftlich der Bundesregierung zugeleitet. Und dann kann das parlamentarische Verfahren im Bundestag zum Rentenpaket starten. Beschlossen hat der Bundesrat heute unter anderem noch, die Abgeordnetenbestechungen zu verschärfen und hat gebilligt eine Erhöhung der Abgeordnetendiäten. Die Diäten für Bundestagsabgeordnete steigen in zwei Schritten auf 9.082 Euro pro Monat. Dass die Beschlüsse, die heute hier in der Länderkammer gefällt worden sind, das war unsere Zusammenfassung dieser Sitzung aus dem Bundesrat. Ich verabschiede mich und gebe zurück nach Bonn.